Hey, oh, Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur neuen Taschenlampenausgabe. Jo. Herrlich, 1. August, meine Ferien beginnen. In der Stadt wird's ruhiger. Die Leute verziehen sich alle in ihren wohlverdienten Urlaub. Jo, und wir machen es uns hier richtig schön gemütlich mit einer Tasse Kaffee und einer Taschenlampe. Ja. Das ist ja schon so eine Taschenlampe, das ist schon so ein bisschen oldschool, obwohl sie eigentlich frisch überarbeitet wurde, ist das schon, ja, sag ich mal, etwas ältere Technik. Jo, trinken wir noch einen Schluck Kaffee, dann geht's los. Was mir an der Lampe eigentlich gefällt, sie ist so eine richtige abgespeckte Lampe. Sie hat keinen Schnickschnack, keine zusätzlichen Funktionen, nix. Einfach ein Cree XP G2 R5 LED-Chip drin, der maximal 450 Lumen leistet. Bei heutigen Maßstäben, wo jede kleine Lampe schon bald auf 1000 Lumen hochgepusht wird mit einem XML2-Chip, wirkt sowas wirklich schon oldschool, ne? 450 Lumen. Aber gefällt mir. Einfache Lampe ohne Schnickschnack. Fangen wir doch mal vorne an. Keine dieser typischen 1-Inch-Lampen, die Durchmesser von einem Inch haben und bis nach vorne gleich bleiben. Der zwar hier am Body 1-Inch, geht aber hier draußen auf 34 mm, hat ein bisschen vergrößerten Kopf. Nicht ganz so groß wie jetzt so eine Warrior von Olay mit 44 mm, sondern nur 34 mm. Und da drin sitzt tief in einem glatten Reflektor eben ein XPG2 R5-Chip. Zuverlässiges Modell von Chip. Hat sich bewährt, ist überarbeitet worden von XPG auf XPG2, zweite Version, R5-Ausführung, ist ein sehr brauchbarer Chip. Sie hat keinen zusätzlichen Edelstahlring, den man hier aufschrauben kann. Sie hat keinen weiteren Knopf am Lampenkopf, außer hier ein paar Kühlrippen. Das Gehäuse ist eigentlich unspektakulär, hier ein bisschen aufgeraut hier. Kreuzmuster hier, die Seiten sind hier ein bisschen abgeflacht, weil da gibt es so eine Halteklammer, um das an Gewehrschienen anzubringen, an einem Waffenträger. Wir haben hier einen Tactical Ring aus Aluminium, der aufgeschraubt ist, und wir haben einen einfachen Endkappenschalter, der mir aber ganz gut gefällt. Der hat nämlich, man sieht schon, einen abgeflachten Druckknopf und hat hier vier kleine Stellen, die ebenfalls flach sind, was einem ermöglicht, dass man die Taschenlampe auch hinstellen kann. Also das gefällt mir immer, weil man kann man wunderbar in einem Raum über die Decke ausleuchten. Zur Bedienung super einfach. Sie hat Momentlicht. Wenn man den Lichtschalter kurz antippt, geht sie auf volle 450 Lumen. Wenn man loslässt, geht es wieder aus. Drückt man den Schalter ganz rein, hat man 450 Lumen immer. Drückt man nochmal drauf, geht er auf 15 Lumen. Drückt man nochmal drauf, sind wir bei 130 Lumen. Dann schaltet man wieder aus, fertig, das war's. Mehr Funktionen hat diese Lampe nicht. Sie hat noch eine versteckte Funktion, wenn die Batterie langsam leer geht, dann fängt sie dann eben an zu blinken, wenn sie an ist. Das ist jetzt aber, sage ich mal, keine Funktion, die man mit dem Endkappenschalter hier machen kann. Es gibt noch einen separaten Endkappenschalter optional zu kaufen, eben wieder für die Waffenträger, wo man dann an einem Kabel diesen An- und Ausschaltknopf bis zum Abzug einer Waffe oder so legen kann und kann dann mit dem Daumen irgendwie, ne, vom Griff des Gewehrs schon die Lampe ein- und ausschalten. Eher einfache taktische Ausführung, eben mit dem Zubehör für Gewehrschützen. Aber sonst eine absolute Non-Nonsense-Lampe. Kein Schnickschnack, ne? Aber hat alles, was sie können muss. Man kann sie auf den Kopf stellen. Man sieht hier durch die leichte Krone, auch wenn sie zum Beispiel angeschaltet auf dem Kopf steht. Ich kann sie auf die Endkappe stellen. Ich habe durch diesen Tactical Ring einen super Wegrollschutz, ne? Also selbst auf einer schrägen Fläche dir die Lampe nicht gleich vom Tisch. Schrauben es mal auf. Sehr schön geschnittenes Gewinde. Gummidichtung schön gefettet, natürlich IPX8 wasserdicht. Fährt 18650er Akku drin. Ihr seht hier einen Flathead Akku. Funktioniert aber wunderbar, weil vorne haben wir eine Feder drin und hinten einen gefedert gelagerten Minuspol, also kein Problem. Dieser Tactical Ring ist aus Alu, kein Kunststoff, und er ist ebenfalls aufgeschraubt. Kann so also nicht verloren gehen, wenn man mal zum Beispiel den Endkappenschalter weg hätte, der wäre bloß drauf gesteckt oder so, dass er wegfällt. Ne?
hält schön fest und hat auch nochmal ein großes Loch drinnen, durch das man ein Lanyard ziehen kann. Oder ich bin überlegen, ob ich mir einen großen Schlüsselring durchziehe für einen Karabiner oder so. Mal schauen. Lampe, Akku passt rein, hat nur ein ganz minimales Spiel. Und diese Art von Lampen kann man natürlich auch mit zwei CR123 im Notfall betreiben. Die wackeln dann ein bisschen mehr, ist kein extra Inlay dabei, um dieses Wackeln auszugleichen, aber es funktioniert, ist vorne, hinten gefedert, gelagert, dürfte kein Problem machen. Aber sowas natürlich nur für den Notfall optional, weil solange man Akkus hat mit wiederaufladbare Akkus, ist das natürlich, ja, sagen wir mal, machen die heute einen Krach, die Lasche, ist das natürlich kostenneutraler, die Akkus selber aufzuladen, wie hier teure Einwegbatterien zu verwenden. Ja, Phoenix, überarbeitete TK09, jetzt TK12, ist egal, welches Modell ihr euch davon holt. Nettes Teil. Kein Schnickschnack. Drei Lichtmodis, an, aus, fertig. Ist 13 cm. Kurz, sage ich mal, selbst so die normale 1-Inch-Klasse, die sind aus manchen so 14, 14,5 cm. Wie gesagt, 34 mm Kopf und drei Leuchtenmodis. Ist zwar nicht ganz so stark, aber dafür hält die mit 450 Lumen richtig lang durch und auch die Wärmeentwicklung ist da kein großes Problem, wie bei einem XML2-Chip mit 1000 Lumen. Da wird der Kopf nach wenigen Minuten warm und dann schält die Lampe sich immer mal in den nächsten Modus runter, und wenn man dann so eine neue PD35 anschaut, die sie jetzt auch neu hochbestromt haben, ich glaube, wie viel, 940 Lumen, da ist er nach 3 Minuten Schluss. Da muss sie aufgrund der Wärmeentwicklung runterschalten und dann hast du nachher irgend so einen Modus mit 280 Lumen oder irgend sowas, ne? Da hast du hier 450 Lumen, ne? Während es sind viele Lampen, die dann im starken Modusbetrieb maximal für 90 Minuten dann Strom haben, hält es natürlich hier mit 450 Lumen, wird hier mit Batteriekapazität von 2 Stunden Betrieb angegeben. Bei 130 Lumen haben wir noch 7 Stunden und bei dem schwachen 15 Lumen Modus 65 Stunden Leuchtbetrieb. Gefällt mir richtig gut. Einfache, schlichte, schwarze, taktische Lampe ohne Schnickschnack. Keine extra silberne Krone. Ich finde, das hebt sich farblich immer so blöd ab. Mir gefällt es so wirklich besser. Durchgängig schwarz alles. Kein Clip bräuchte man an der Stelle auch nicht. So eine Lampe mit so einem dicken Kopf in der Hosentasche. Ich weiß nicht. Schönes Holster dabei. Nichts Besonderes, aber funktionell. Hat oben hier einen schönen fetten Kunststoffring drin, da man so eine Karabiner befestigen kann. Man kann hier mit dieser ersten Schlaufe das prima irgendwann einen Rucksack durchschlaufen und festmachen. Man hat hier noch eine vernähte Schlaufe für den sicheren Transport an der Koppel oder an einem Rucksack. Die Taschenlampe kann man mit dem Kopf heraus da reinpacken. Praktischer ist es aber andersrum. Geht sie leichter rein und raus. Und das Glätt hält wirklich super sicher. Ne? So kannst du sie wunderbar in den Rucksack werfen. Ist sie ein bisschen geschützt, oder wenn es dann nachts wird und man sie vielleicht draußen braucht, kann man es draußen an einem Karabiner hinhängen oder irgendwo an einer Molle-Schlaufe, an einem Schulterriemen oder auf der Seite durchziehen. Ja, Phoenix TK12. Schlichte, einfache Lampe. Gefällt mir super. Und im nächsten Video schauen wir uns noch kurz an, was die im Dunkeln in einem Raum macht. Und wenn es dann mal Nacht ist, dann nehmen wir wieder unsere Hauswand da drüben und schauen mal, wie viel 450 Lumen aus einem XPG2R5-Chip bei Nacht können. Okay Leute, ich trinke jetzt noch meinen Kaffee leer. Und wünsche euch allen da draußen auch noch einen schönen Urlaubsbeginn. Ne? Habt viel Spaß mit eurer Ausrüstung. Habt sie dabei, dass ihr sie auch verwenden könnt, wenn ihr sie braucht. Ne? Gerade wenn ihr wandern, zelten, campen geht. Nehmt eine ordentliche Taschenlampe mit. Und dann noch einen Ersatzakku. Okay Leute, danke fürs Reinzählen, bewerten, kommentieren. Wir sehen uns wieder zur nächsten Ausgabe, wenn im Hillbilly wieder ein Licht aufgeht. Okay, ciao Leute, macht's gut, bye bye.